Ja, liebe Clubfreunde, liebe Freunde des Marketingclubs und liebe Gäste, letzter Abend ist ein krönender Abschluss eines tollen ersten Halbjahres. Wir haben ein Feuerwerk abgefeiert, wir haben 31 Veranstaltungen gehabt, davon 9 Juniorenveranstaltungen, 3 Marketing Academies, 2, 3 exklusive Marketing-Lunches. Also ich denke, da kann man dem Programmteam mal einen Lob spenden. Herzlich willkommen auch von meiner Seite, liebe Kollegen. Ich glaube, es ist jetzt das 4. Mal bei uns auf Gelände, in der 5. Location. Und ich freue mich sehr, Sie heute begrüßen zu dürfen. Ich will nicht lang erzählen, was ich noch vorhab und so. Das ist noch eine ganze Menge. Ich will einfach nur kurz ein paar Worte sagen. Von hinten oder was? Das war jetzt ein bisschen nervig. Jetzt geht's. Weil der mal kurz den Ton aufnimmt, dann hört man, wie leise der ist oder wie laut nicht. Ja, dann erzählen Sie uns doch mal, wie das so ist, wenn man sich selbst nicht hört. Toll ist das, mit dem Ding zu fahren. Sehr schön. Bloß, da gibt es ein Missverhältnis. Der Wagen ist schnell, aber er hat keine Geräusche. Da muss man sich erst mal gewöhnen. Ich habe vorhin gelernt, dass sich das ändern wird. Das darf nur noch bis Herbst diesen Jahres so sein. Dann wird dieser Wagen mit Außengeräuschen und auch mit Innengeräuschen ausgestattet. Aus Sicherheitsgründen. Mhm. Und Sie können sich dann aussuchen, ob Sie heute einen Porsche oder einen Testarossa fahren. Panzer, am besten Panzer. Das ist das nächste Missverhältnis dann. Gut, aber es ist schon ein Erlebnis, oder? Ja, ist es. Wirklich. Macht Spaß. Man hat ein sehr gutes Gefühl und ein gutes Gewissen, wenn man damit fährt. Man verbraucht ja fast keinen Strom. So, Herr Becker, was erwarten Sie denn jetzt von dieser Fahrt? Ich bin noch nie in einem Elektroauto gefahren und ich lasse mich jetzt überraschen. Ich bin sehr gespannt. Wahrscheinlich wird es unheimlich leise. Ich kann Ihnen versprechen, dass Ihr Herz wahrscheinlich lauter schlägt, als dass der Motor. Um Gottes Willen, der soll nicht rennen, fahren. Ich möchte nur die Technik genießen. Das ist ein Hammer, das ist absolut irre. Das ist ein tolles Gefährt.
Und der junge Mann fährt auch so zuverlässig, dass ich mir jetzt nicht in die Hose gemacht habe. Also Martin, er war auch ein guter Beifahrer. Ja, ich habe ihn nicht ins Lenkrad gebracht. Aber es ist ein tolles Erlebnis. Also insbesondere wirklich diese absolute Lautlosigkeit. Das ist der Wahnsinn. Wäre das ein Auto, das Sie sich auch kaufen würden? Den sicher nicht, weil ich brauchte ja so einen Lüfter zum Ein- und Aussteigen. Aber ein Elektroauto generell auf jeden Fall. Also ich bin da absolut dafür. Sehr schön. Dann viel Spaß noch. Danke. Ich möchte Sie aber trotzdem ganz kurz fragen, bevor Sie losfahren, was erwarten Sie sich von der Fahrt? Keine Geräusche. Sonst noch irgendwas? Einfach mal testen, mal schauen, wie sich das anfühlt. Einfach interessiert. Glauben Sie, dass das ein schnelles Auto ist? Ich denke schon, so wie er aussieht. Dann frage ich Sie gleich nochmal, wenn Sie zurück sind. Viel Spaß. Ja, ich finde auch ein bisschen verängstigt er auch. Porsche, ich habe das schon mal mit einem anderen Fahrzeug nicht gemacht, das ist kaum vergleichbar. Also es ist fast noch besser als ein Benzin. Können Sie sich vorstellen, so einen Wagen für sich zu haben, zu fahren? Klar, kein Thema. Wunderbar, dann nehmen Sie ihn heute Abend mit. Ich fahre den Preis für Sie nochmal nach. Bevor es dann losgeht, wir machen das jetzt ganz lustig. Okay. Was denken Sie, was diese Fahrt für Sie bringt? Was erwarten Sie? Ja, ich will einmal erleben, ohne Geräusch schnell zu fahren. Glauben Sie, dass das Auto schnell ist? Ich hätte es nicht gedacht, aber ich habe es gerade gehört. Es soll sehr schnell sein. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Achterbahnfahrt. Vielen Dank. So, dann befragen wir doch auch mal hier. Bleiben Sie sitzen, das ist auch ganz schön. Ja, schön. Wie hat Ihnen die Fahrt gefallen? Das ist faszinierend. Die Beschleunigung schlägt ja jeden Porsche. Also man muss sagen, es ist einfach nur fantastisch. In anderen Worten, aber Sie hätten das nicht erwartet von diesem nicht Wagen. Nicht erwartet und vor allen Dingen so lautlos. Das ist ja irre, ist das. Ne? Wobei, das Lautlose kann ja auch gefährlich sein. Zumindest für Fußgänger. Auf der Autobahn ist es natürlich schön, wenn nichts anderes kommt als nur noch die Reifen. Ne? Können Sie sich vorstellen, selbst so einen Wagen zu fahren, privat oder als Geschäftswagen? Also ich könnte mir vorstellen, so einen Wagen zu fahren, aber ich glaube, ich werde nicht der Erste. Gut, vielen Dank. Danke.